Sim. Wie geht's dir? Herzlich willkommen in der Playboy Mansion. Moin, Mittag, Mahlzeit. Mein Name ist Chirac für Sie Mainz. An meiner Seite ist Dennis mit Z. Mahlzeit. Und heute werden Brownies gebacken. Ich habe keinen Plan, wie das geht. Dennis hat das schon öfter gemacht. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Da bin ich mal gespannt. So, wir haben unsere Form schon bereit. Ja, die haben wir gerade schon geknickt. Wir haben Butter, Eier und unsere Fertigmischungen. Und da kommt natürlich noch eine Geheimzutat rein. Ja? Und dann sollten diese Brownies ganz lecker werden, oder? Wir machen einen Teig, ne? Ja. Und teilen dann in beiden Teig einfach die beiden auf, würde ich sagen, oder? Okay. Also, wichtig bei der Butter ist, dass die nicht kochen darf, weil sonst die Wirkung von der Geheimzutat weggeht. Und das wollen wir ja nicht, ne? Genau. Das letzte Stück Butter ist jetzt auch schon fast geschmolzen. Wir warten jetzt noch 2 Minuten, dann packen wir die Geheimzutat da rein. Das ist Spinat. Das ist auch Spinat. Spinat für große Männer. Wasser in der Rührschüssel, zack. Die Eier kannst du schon mal da rein machen. Das ist hier die fertige Backmischung. Die geben wir jetzt hier rein. Hier haben wir 200 ml Wasser und 2 Eier. Und das wollen wir jetzt alles miteinander verrühren. Das ist mein Element hier. Also während die Butter hier vor sich hin köchelt, können wir schon in den Backofen vorheizen. Machen wir Ober-Unterhitze, 200 Grad. Während das köchelt, können wir dann eine Raucherpause machen, oder? Können wir machen. Inzwischen. Boah, riecht das Scheiße, Alter. Ekelhaft. Wir müssen jetzt sieben, Cousin. Boah. Jetzt geben wir unsere Geheimzutat in unsere Backmische. So, jetzt kommt die Backmischung in unsere Form, damit wir sie danach in den Ofen schieben können. Verteilen wir mal erstmal auf beiden Formen ein bisschen. Hier wird nichts verschwendet. Jetzt kommt das Ganze in den Ofen. Somit wäre das dann der letzte Schritt. Zack. Ganz vorsichtig. Jungs. Ganz vorsichtig. Alter. Da haben wir die Prachtexemplare. Jetzt müssen die nur noch abkühlen. Wir lassen das Ganze noch mal ein bisschen ruhen. Und gleich geht's dann an die Verkostung. So, wir haben unseren ersten Kuchen jetzt in 4 Stücke zerteilt. Habibi. Der ist noch sehr warm. Lasst euch schmecken, Jungs. Oh. Also ich muss sagen, hat so eine lockere Konsistenz. Schmeckt nach Schokolade. Schmeckt nach sehr viel Liebe. Man schmeckt schon raus, man schmeckt die Geheimzutat schon raus. Aber ich muss sagen, der schmeckt wirklich gut. Die Krümel lasse ich auf dem Teller immer. Hey, habt ihr auf jeden Fall stark gemacht, Jungs. Ich hoffe, der wirkt jetzt gleich auch. Boah, der ist voll hart zu kauen, ich weiß nicht. Ein paar Sekunden später. Die Brownies haben auf jeden Fall gut geschmeckt, gewirkt haben sie auch. Die waren ja schließlich mit ganz viel Liebe zubereitet. Was sagst du? Ich bin übelst glücklich. Auf jeden Fall. Lecker waren sie auch. Und du? Ich fand die auf jeden Fall gut. Sind gut gelungen, auf jeden Fall. So muss es sein. Hat funktioniert. Waren geile Brownies. Ein Monat enge Jeans oder einen Monat kein Wickeln? Ein Monat kein Wickeln. Wer ist dein Vorbild? Mein Vater. Ratschlag für Liebeskummer? Da muss man manchmal einfach durch und sich zusammenreißen. Wird schon wieder. Wegen was sagst du Habs? Ich habe einen Ballon geklaut am Ballonratestag. Meinung zu Stickies? Müssen nicht sein, aber im Notfall sind sie okay. Beim Kacken kiffen? Kann man mal machen, muss man aber nicht. Wer hat den dicksten? Beantwortet sich schon selber. Die besten Papes zu bauen? Scheißegal. Hauptsache klebt. Hauptsache kann man rauchen. Ich habe schon mal versucht, aus Klopapier einzudrehen. Das hat auch nicht funktioniert, leider. Aus Verzweiflung dreht man mit allem. Mit wem würdest du zu 100% ein Rap-Battle machen? Keine Rap-Battles machen. So. Ich finde, wenn man Probleme miteinander hat, dann sollte man das so klären. Drehst du von rechts oder links? Von links. Er hat dir noch hingeschrieben, wer von links dreht, verloren.
Wie bekomme ich so einen stabilen Bart, ohne es mir feste zu wünschen? Ich würde sagen, mit Knoblauch könntest du es versuchen. Ich habe mir damals auf jeden Fall auch Knoblauch ins Gesicht geschmiert und habe danach Bart bekommen. Ob es jetzt am Knoblauch lag oder ob das jetzt purer Zufall war, das kann ich nicht sagen, aber du könntest es mit Knoblauch probieren. Bekommst du noch Briefe vom Jobcenter? Nee, Gott sei Dank nicht mehr. Hier fragt jemand, Cuscino oder Chamäleon? Haben beide einen Platz in meinem Herzen. Wie viele Schlägereien hat diese Nase gebraucht? Keine Ahnung, wie viele das genau waren. Ich habe die Nase schon zweimal gebrochen gehabt. Leider. Ist nichts Gutes, sich zu prügeln. Welchen Tabak nimmst du? Er meint bestimmt zum Drehen. Den, der gerade da ist.